Dann müssen wir direkt am Anfang mal hier so ein bisschen lenken. Und starten. Aha. Nix mit Jet oder was? Ha! Ich glaube, das war er. Haha, Noob! Noob! Kann nix außer uns dreimal töten. Die Wurst! Nix kann er. Gar nix. scheiße. Ich glaube aber, wir sind erstmal den Typen los, oder? Ich gucke nochmal hier so ein bisschen Rundumblick. Naja, ich glaube, wir haben keinen mehr hinter uns. Ey, hör mal, geil, du. So muss das und nicht anders. Aber so leicht kann man damit auch nicht zielen, finde ich. So, warte mal, ich wollte ja jetzt mal hier so ein bisschen einen Attentat probieren. Ah, scheiße, das war viel zu spät. Warte mal, ich muss erstmal so gucken. Und zwar gab es nämlich... Wo hat denn das jetzt? Fahren die da ein Rennen oder was? Gib es nicht! Ja, warte mal, ich wollte jetzt eigentlich mal wo ganz anders hingucken. Wir fliegen jetzt nochmal ein bisschen hoch. Ey, wir wollen was können. So, warte mal, wo war denn das? Ich glaube, das war hier. Da gibt es nämlich so einen komischen Ball, so einen richtig dicken, fetten Ball. Den kann man da so die Klippe runterschubsen und dem hinterherfahren. Ich meine, gut, ne, in einem Chat ist das jetzt eher so suboptimal, weil da sieht man ja nichts von. Aber trotzdem wollte ich euch das mal so gezeigt haben. Lass mal gucken hier. Wo ist hier einer? Ist es hier? Ich glaube, es müsste hier irgendwo sein. Nee, da halt nicht. Nee. Ach, wobei, es sollte wenn dann hier oben sein. Da. Aber selbst hier ist nicht. Nee. Irgendwo gab es auf jeden Fall mal so einen komischen Ball da. Den habe ich jetzt auch schon zwei oder drei Mal gefunden, aber ich weiß jetzt nicht, wo der direkte Standort dafür ist. Hui. Guck mal, was Muku macht. Versuchst du, sich immer noch einen Chat zu holen? Können ja einfach mal vorbeifliegen, ne? Ich meine, ist ja auch nicht auffällig, wenn da irgend so einer mit dem Chat vorbeifliegt oder so. Nee, Quatsch, nee. Das kann ja gar nicht sein. Ach, so zu fliegen macht auch Spaß. Aber ist zu gefährlich. Nee, er scheint gestorben zu sein. Hallo, Kollege. Der hat einen Heli. What the fuck, wo denn den her? Also wir haben es bisher dreimal oder viermal jetzt geschafft, einen Jet zu holen, ohne direkt zu sterben. Aber irgendwo kam halt dann immer so ein Spastiker hinterher und meinte uns erstmal kaputt machen zu müssen. Unsere Träume zu zerstören. Nee, ich schieße nicht. Ich wollte bloß gucken, ob da ist. Wir landen jetzt mal mit dem feinen Teil. Ich finde so ein Jet sehr geil. Das einzige Mango, was bei dem halt ist, dass er nicht langsam fliegen kann. Also, sobald du hier halt die Turbine ausmachst, also so hier jetzt, die eine, da fällt er runter wie ein Stein. Du kannst hier quasi kaum noch gleiten. Wenn du halt dann wieder durchstarten willst, oder fliegen willst, musst du halt wieder landen. Ist hier nicht irgendwas? Nee. Nee, ich bin maximal verwirrt. Naja, ist egal. Ich will auf jeden Fall jetzt erstmal dort hinten irgendwo landen. Dort dabei hier Trevors Flugplatz oder was das da für einer ist. Wo sind wir jetzt so ungefähr? Wir müssen noch ein bisschen mehr in die Richtung, damit wir dann auch von der richtigen Seite ankommen. So. Lande an Flug.
Das wird so schief gehen. Das wird so fucking schief gehen. Erstmal Raketen wegpacken. Fahrerkammer ausgefahren. Komm, wir müssen landen. So, und jetzt können wir aber langsam hier Schub zurücknehmen. So. Wunderbar, sind wir doch fast gut gelandet. Das habe ich bisher auch noch nicht so hinbekommen. Aber es gibt für alles Sinn, lass es mal. Ne, ne, ne. Scheiße, direkt wieder durchstarten. So ein Scheiß da von wegen Kampf und so habe ich keinen Bock drauf. So, Musik ist das. Ich dachte gerade, hier ist irgendwas kaputt. Oh, 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 er hat den Fuck gekriegt. Ich dachte jetzt, was ist jetzt los, aber da hat es bloß kurz geleckt. Oh, ja, hatte ich eine Angst. Hat er einen Chat? Ja, er hat einen Chat. Wo bist denn du, Kollege? Fliegen wir ein bisschen langsamer hier. Kann man uns einholen. Wo ist denn er jetzt? Ach, da hinten ist er. Ja, Jetfliegen macht auch sehr viel Spaß. Nur zum Zuschauen weiß ich jetzt nicht, ob das so viel Spaß macht, aber... Wer ruft mich denn hier die ganze Zeit an? Vorhin Martin... Nee, jetzt Martin, vorhin Lester, davor irgendwie dieser andere komische Heini da. Ah, ja. Aber ihr könnt mir ja mal gerne so sagen, was haltet ihr von der neuen GTA-Map? Also, was heißt jetzt neu, aber von der GTA-Map halt. Ich fand persönlich... Jetzt ist meine eigene Meinung, dass von GTA 4 die war besser. Also, jetzt, die war zwar um einiges viel kleiner, aber ganz ehrlich, die Stadt an sich ist hier kleiner. Du hast hier kaum noch Hochhäuser. Ich meine, du hast ja diese 8-9 Hochhäuser und dann ist halt auch schon wieder Ende im Gelände. Und dort hinten hast du halt noch eine riesige Wüste und Berge. Aber ein Berg, meiner Meinung nach, hätte es auch getan. Und sonst finde ich im Prinzip eigentlich. Jetzt, meiner Meinung nach, ist die Map zwar nicht schlecht, aber die hat zu wenig Stadtregion. Also ich finde, so in der Stadt macht es immer noch am meisten Spaß, als wenn du da hier irgendwie über die Sandpisten fliegst oder fährst. Und das ist halt irgendwie so eine Sache, was mir noch ein bisschen, naja, was ich jetzt noch nicht so geil finde. Aber, naja, ich denke mal so, GTA wird ja jetzt auch wieder, also GTA 5 wird ja jetzt auch wieder eine Weile aktuell bleiben, denke ich einfach mal so. Aber, naja, ich fand irgendwie so die frühere Map so um einiges, naja, was so jetzt den Spielaufenthalt angeht, ne, einiges besser. Aber das ist natürlich Geschmackssache. Es gibt Leute, denen gefällt das hier so, wenn die da so ein bisschen überall und nirgendwo mal sind. So. Landen, umdrehen. Oh ne. Das geht schief, Kollege. Das geht schief. Das geht schief. Ach du Scheiße. Ja, also Muku hatte ich erledigt. Muku ist gestorben. Hoi. In welchem Zusammenhang kann das wohl passieren? Nee, er fliegt halt einfach in meinen Hangar rein oder in den Hangar da rein und killt uns. Oh, Kollege. Du brauchst uns deinen Skill nicht beweisen. Na gut, es war schon ein bisschen lustig, ne? Und außerdem, so viel hat man jetzt mit dem Chat sowieso nicht mehr machen können. Ah. So, ich bestimme mal mein geiles Auto hier. Ah. Spider-Man! Mechaniker. You calling for some wheels? I'm Johnny on the spot. 9F Cabrio, bitte. I'll get there as soon as I can. Ich muss gerade so über. Ich bin gerade so mal überlegen. Da hinten kommt er. Wie viele Folgen soll ich denn heute aufnehmen, damit ich fürs Wochenende genug habe? Dankeschön.
Tschüss. Ich wollte dem jetzt nur einen reinhauen, weil ich schon wieder gesehen habe, dass er mit meinem Auto weg wollte, diese Sau. So, wir springen jetzt nochmal hier so kurz drüber. Nicht ram, nicht ram, nicht cool. Bam. Lass mal ram. So, oder? Na, ausweichen bitte. Jawohl. So, ich will eigentlich nur hier drüber springen, so. Ui! Oh, lol, das fliegt ganz schön hoch hier, mein Auto. Fehlgeschlagen? Was? Wie kann der denn fehlgeschlagen sein? Der war doch pornös, machen wir direkt nochmal. Wir können mal so den einen oder anderen Monsterstand machen. Genau, das ist jetzt. Scheiße. Das ist jetzt sehr scheiße. Ne, das ist jetzt mal so eine Aktion für. Den Port noch. Den Port noch. Oder zumindest mal so ein paar Minuten. So, komm, gib ihm. Schneller! Hui! Ach, scheiße. Ich glaube, ich hätte oben lang fliegen und fahren müssen. Ey, diese Laterne! Cheater! Cheater! Diese scheiß Laterne! Voll am Cheaten! Ohne die hätte ich einen perfekten Sprung geschafft. Ich sag's euch. Boah, voll unsozial, ey. Überall sind die Lichter schon aus bei mir. Live. So, komm, probieren wir nochmal. So, machen wir einfach mal hier so einen Ringeljump. Ach, scheiße. Doch, das müsste doch funktioniert haben, oder? Was? Wie? Was? Nee, ach Quatsch. Da war doch voll perfekt und so. Was haben die Eger so gegen meine Stunts? Also, ich finde ja, ich bin hier der beste Stunter, wo gibt. Falsch. Nicht ganz, aber fast. Hallo, ich möchte dieses Cabrio bitte einfahren. So, das geht noch cool. Ist zwar ein bisschen eingedellt, aber es geht auf jeden Fall noch. Hallo. Komm, einen Versuch mache ich jetzt noch. So schwer kann der Jump doch nicht sein, oder? Ist das denn die Möglichkeit? Hui! Ha! Biatch, abgeschlossen. Hallo? Achso. Oh, und jetzt kann man direkt von hier aus Gas geben, sagst du? Sag mal, wie muss man denn da drüber springen? Sag mal, bin ich ein bisschen doof? Wir drehen uns jetzt einfach mal hier ein bisschen. Hä? Fehlgeschlagen. Ja komm, leck mich doch am Arsch. Wie soll ich denn den schaffen? Wir versuchen jetzt mal. Ach genau, wir springen jetzt mal hier längs. Genau, genau so springen wir jetzt hier längs. Nee. So. Ich glaube, mein Auto ist so gut wie kaputt. Aber das ist bloß so eine Vermutung. Nur eine Vermutung, also ist nicht so, ich mir denke, das ist so, aber ist nur eine Vermutung. Komm, mach einen Backflip. Ja! Jawohl, jawohl. So und nicht anders, so machen das Profis. Hilfe! Was braucht denn für eine Hilfe? Ach, hängt er jetzt da hinten fest, oder was? Kann ich hier durch? Ne, natürlich nicht. Natürlich nicht, was das. Ach, Quatsch. Mal gucken, wo er wieder festhängt. Ah, mein Auto zieht übelst nach rechts. Nein, auch doof. Ich wollte jetzt eigentlich volle Kanne hier drüber sausen. Rasen, bla, aber. Gib es nicht. Lol, was habe ich denn jetzt hier mitgenommen? Ich möchte jetzt auf jeden Fall erstmal nach Hause fahren. Mein Auto zu. Nein! Reparieren.
Aber wenn ich mein Auto jetzt noch bis nach Hause hin kaputt mache, ne, bin ich ja hier so der Profi-Weltstar. Weltstar, ich bin der Weltstar. Das hat bestimmt noch keiner hingekriegt. Ah, ich muss mal aufpassen, wo ich hier hinfahren will. Wenn mein Auto jetzt noch kaputt geht, muss ich dafür Geld bezahlen. Da habe ich keinen Bock drauf. Normalerweise tut hier der Mechaniker das reparieren, um hier für kein Geld. Aber wenn ich das halt vorher kaputt mache, dann ist das logischerweise nicht mehr so. Ich muss immer mal so ein bisschen hier die Ohr im Auge behalten und genauso fahren. Genauso war das gewünscht. Ne, wir haben es jetzt. Ja, wir haben es erst 17 Uhr. Läuft bei mir. Ich habe extra heute mal so ein bisschen meinen Zeitplan ein bisschen anders eingehalten. Und zwar war ich halt mal ein bisschen eher duschen. Dann habe ich auch mehr Zeit fürs Rendern und fürs Hochladen. Beziehungsweise Hochladen mache ich also sowieso nur über Nacht. Aber fürs Rendern und fürs Aufnehmen. Und da ist man halt nicht erst immer so 21 Uhr fertig und so Zeugs. Das war bisher immer mal so ein bisschen das kleine Mäkel. Ich will nur mein Auto reparieren. Dann will ich noch mal kurz so gucken, ob es da irgendwas zu reparieren, zu neu zu tunen gibt. Weil kann ja auch sein, dass da was Tolles gibt. So. Wo sind wir denn? Und dann gucken wir noch mal, ob wir vielleicht ein Auto verkaufen können. Weil ich glaube, die Zeit ist noch nicht so vergangen. Ja, da habe ich dich mit 0815 Trick hier verarscht, hä? Ja, nicht mal. Hallo? Warum? Ey, komm ohne Scheiß, was ist das? Ey, es kann doch nicht sein, dass ich andauernd aus der Sitzung fliege. Warum? Ah, da muss ich erstmal hier einen Schluck Milch drauf trinken, du, sorry, aber. Ey. Nicht in Ordnung, sowas. Natürlich, hier erstmal aus dem Techtelmechtel rauskommen. Hier, ich möchte online spielen, so. Freunde. Ey, als ob ich hier Holz-Internet habe. Wir können ja inzwischen mal gucken, wo der hier wieder lädt. Ja, komm. Genau, ich will beitreten. Mal gucken, was so los war. Also, es kam ja vor ungefähr so einer Stunde da das Video raus. Also hier, ne? Wisst ihr Bescheid? Der neue Part. Und ein Kommentar haben wir. Und der... Ach, voll mit Spielern, ja, läuft bei mir. Etwas längerer Kommentar unter Part 63, der heute rauskommt oder gestern. Ich glaube gestern. Ach so. Da fragt jemand, ob ich denn zu Weihnachten Videos hochlade oder ob ich da, also in den Ferien jetzt, oder ob ich da keine Zeit habe. Naja, das Ding ist ja, dass ich am Wochenende bin ja sowieso immer bei meinem Vater, weil meine Eltern ja getrennt sind, wie der ein oder andere weiß. Und da ist das natürlich immer so eine Sache, ne? Ich muss ja immer ein bisschen was im Voraus aufnehmen. Wenn ich da halt eine Woche bei meinem Vater bin, was ja wahrscheinlich in den Ferien mal so sein wird, da kann ich nicht versprechen, dass wirklich jeden Tag ein GTA-Video kommt. Oder halt die Parts werden etwas kürzer, also wieder 15 Minuten in der Zeit. Aber, hä? Ich weiß nicht so. Da bin ich mir nicht so sicher. Muss halt erstmal gucken, wie sich das so entwickelt. Ob ich hier, also zu Silvester bin ich auf jeden Fall bei meinem Vater, das weiß ich jetzt schon. Nur halt weiß ich nicht, wann genau ich da hier, in welchem Zeitraum ich da bin und wann ich halt Zeit habe zum Aufnehmen. So, Tuning-Werkstatt. Oh, da war ein geiler BMW. Geil! Da steht einer mit Kopfgeld. Ganz ehrlich, wenn der doch so rumsteht, warum soll ich dann nicht versuchen, den zu töten, ne? Ich werde mit euch da sowieso plus 1, und zwar mich töten. Deswegen warten wir jetzt mal kurz hier.
Ficker. Eiskalter Ficker. Der hat erstmal den getötet, ne? Ich hab das Kopfgeld jetzt nicht gekriegt. Ich dachte zwar, das ist jetzt ein bisschen mehr. Eiskalt! Kommt er von hinten an? Ich hab schon eigentlich alle Kugeln auf den gehetzt. Und war tot. Ja, leck mich doch am Arsch. Naja, da müssen wir halt jetzt mal kurz zu einem anderen Pain Spray fahren, weil ich glaube, dort hätte ich jetzt keine große Überlebenschance, wenn ich rauskomme. Deswegen fahren wir ganz kurz woanders hin. Unser ganz fix hier sind.